Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke und Ihre Moderatorin heute für diese Session Smart Factory für den Mittelstand, ein Praxisbeispiel. Auf der Industrial Solution Stage darf ich dafür heute begrüßen Stefan Flurer, Senior Account Executive bei Magic Software. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank, Dana. Und das war es dann auch schon von mir. Stefan, jetzt darfst du deine Bühne. Ja, vielen Dank, Dana, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag von Magic Software Enterprises. Ich freue mich, Sie als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Der Titel des Vortrags heute lautet Smart Factory für den Mittelstand am Praxisbeispiel der Sana GmbH. Ich werde Ihnen erläutern, wie unser Kunde aus dem Produktionsbereich erfolgreich die digitale Transformation umgesetzt hat. Mein Name ist Stefan Flurer. Ich bin als Account Executive bei Magic Software angestellt und habe mich in den letzten 10 Jahren sehr intensiv mit den Themen Maschinenanbindung, Digitalisierung und Fabrikautomation bzw. Smart Factory beschäftigt. Dabei habe ich festgestellt, dass viele Unternehmen vor dem Schritt in die Digitalisierung meist vor der gleichen Herausforderung stehen. Und diese ist, wie können heterogene Systemlandschaften in eine homogene Datenstruktur umgewandelt bzw. eine homogene Datenstruktur erzeugt werden und diese auch nutzbar gemacht werden, unabhängig von welchem Bereich wir im Unternehmen sprechen. In unserem Beispiel zeige ich auf, wie dies in einem produzierenden Unternehmen durchgeführt wurde. Spricht man heutzutage über Produktion, so hört man in einem Atemzug den Begriff Smart Factory, Industrie 4.0 und digitaler Zwilling. Aber was bedeuten diese Begriffe für produzierende Unternehmen im Mittelstand und wo stehen diese im Digitalisierungsprozess? Oft haben sich über viele Jahre heterogene Systemlandschaften entwickelt. ERP, CRM, Qualitätsmanagement, BDE, MES-Systeme wurden entsprechend den Anforderungen ausgewählt, ohne darauf zu achten, wie diese Systeme überhaupt zusammenpassen. Die Umstellung auf eine gesamtheitliche Systemlösung ist teuer, kostet viel Zeit. Unternehmensprozesse müssen oft an das neue System angepasst werden. Eine der Herausforderungen auf dem Weg zur Digitalisierung ist die Integration der vorhandenen Systeme in eine ganzheitliche, serviceorientierte Systemlandschaft. In unserem Beispiel hat die Sana GmbH aus Essen genau dieses Problem gelöst, eine heterogene Systemlandschaft in eine interoperable, ganzheitlich integrierte Lösung zu transformieren. Die derzeitige Situation sieht bei vielen Unternehmen so aus. Es gibt viele alte Maschinen und Systeme, was zu Frustration führt, da die Maschinenleistung, die Kapazitätsauslastung und die Produktionseffizienz nicht transparent sind. Und es ist so sehr schwierig, die Produktionsprozesse zu verfolgen, zu planen oder auch zu verbessern. Es gibt papierbasierte Prozesse, bei denen die Daten nicht ordnungsgemäß erfasst und gespeichert werden. Und wenn sie doch gespeichert werden, ist es oft schwierig, darauf zuzugreifen. Viele Daten befinden sich in Silos und sind nur für Teile der Organisation zugänglich. Und wenn neue, moderne Systeme eingeführt werden, führt dies häufig zu weiteren Silos. Dies ist häufig mit isoliertem Wissen, mangelnder Koordination und innerhalb der Organisation verbunden, da Abteilungen nicht miteinander synchronisiert sind. Der Mangel an ausreichenden Informationen führt zu Entscheidungen aus dem Bauch heraus, statt zu einer angemessenen Analyse. Nicht die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu haben, führt auch zu Verzögerungen bei Korrekturmaßnahmen nach einem Ereignis, das ein Eingreifen erfordert. Die Folgen all dieser Probleme unter anderem sind eine nicht optimale Wartung der Anlagen, ungeplante Ausfallzeiten der Anlagen, Qualitätsprobleme, die nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden, beziehungsweise dann auch behoben werden. Häufig kommt es zu verspäteten Lieferungen, weil der Prozess nicht so effizient war, wie er eigentlich hätte sein sollen, was zu einer geringeren Kundenzufriedenheit führt. Letztendlich verringern all diese Probleme die Gewinnspanne des Unternehmens. Ein weiteres Problem ist der Mangel an qualifizierten Ressourcen. Einerseits gehen viele qualifizierte Mitarbeiter in Ruhestand oder kündigen. Andererseits ist es schwierig, Millennials für ihr Unternehmen zu gewinnen. Wenn Hersteller mit der Umstellung auf Industrie 4.0 beginnen, haben sie oft sehr oft Schwierigkeiten, dies zu tun. Einige Unternehmen haben mit dem Einsatz von intelligenten Sensoren begonnen und werden von IoT-Daten überflutet, sind dabei aber nicht in der Lage, die gewünschten Informationen zu erhalten, die sie sich vom Einsatz intelligenter Sensoren versprochen haben. Darüber hinaus
haben viele produzierende Unternehmen Probleme mit Testläufen. Es ist schwer zu initiieren, denn oft sind neue Systeme mit den bestehenden Systemen nicht zu verbinden und den gesamten Testlauf auf das Unternehmen zu erweitern. Wenn sich diese Versuche hinziehen, ohne dass ein Nutzen gezeigt wird nach einiger Zeit, verliert sich die Begeisterung für die Initiative und die Testläufe scheitern am Ende. Das mittelständische Unternehmen Sana mit dem Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Essen ist führender Hersteller von Rohrleitungssystemen für die Heizung, Sanitär- und Klimatechnik. Das Sortiment mit fast 10.000 Produkten umfasst Fittings, Rohre, verschiedene Materialien, energieeffiziente Wandheizungsmodule und praxisgerechte Montageboxen. Herr Jüsken, als CIO von Zahner erachtete die Einführung einer Industrie 4.0-Lösung als sinnvoll, da es ermöglicht hatte, die Automatisierung von Transporteinheiten des Process Flows ohne menschliche Eingriffe miteinander zu verbinden. Die Ausgangslage von Sana stellte sich folgendermaßen dar: Das Backoffice und die Logistiklösung wurde bereits digitalisiert und modernisiert, jedoch war die Fertigung weitgehend papiergebunden. Manuelle dezentrale Datenerfassung wurde schicht- oder tageweise durchgeführt und im Backoffice am Ende in das ERP eingepflegt und in Listen archiviert. Die größte Herausforderung jedoch war, dass Probleme wie Ausfallzeiten und Maschinenfehler nicht rechtzeitig erkannt wurden. Es gab unregelmäßige Maschinenunterbrechungen, die zu Zeitverzögerungen führten und Fehler viel zu spät erkannt wurden. Sana hatte sich entschieden, eine Digitalisierungslösung einzusetzen, um Unternehmensprozesse zu optimieren, zu digitalisieren und hatte sich damit Folgendes zum Ziel gesetzt: Abläufe in der Produktion sollten digitalisiert werden, Datensilos sollten aufgelöst werden, die Anlagen und Systeme wollte man flächendeckend vernetzen, um einen nahtlosen Datenfluss zu generieren, damit Daten in Echtzeit eingesehen werden können. Auch wurden Prozesse in der Produktion automatisiert. In allen Standorten wurde die Industrie 4.0-Lösung eingeführt. Somit konnte ich einen Überblick geben über die Ausgangssituation des Kunden. Was durch den Einsatz einer Industrie 4.0-Lösung erreicht wurde, sehen Sie auf den nächsten Seiten. Der Zeitaufwand für den Produktionsvorgang wurde reduziert, die Effizienz der Produktion wurde gesteigert. Auch die Produktivität und die Koststruktur wurde wesentlich verbessert. Man erhielt exakte Kennziffern als Entscheidungsvorlage in Echtzeit. Das heißt, über Dashboards werden die Echtzeitdaten der Produktion gezeigt und man kann Trends direkt ablesen und auch ja, die Ziele beobachten. Ein Planungssystem wurde eingesetzt, um mit der Live-Produktionsplanung eine optimierte Planung durchzuführen, um dadurch auch die Lieferzeiten zu verkürzen. Die Datenqualität wurde wesentlich verbessert und auch durch Echtzeitmaschinendaten ergänzt. Auch die Wartungsfälle wurden optimiert und somit die Stillstandszeiten in der Produktion reduziert. Wird eine Industrie 4.0-Lösung eingeführt, können dabei alle Unternehmensbereiche davon profitieren. Fangen wir im Sales-Prozess an. Das Sales-Team benötigt genaue Kundeninformationen. Es muss wissen, was wurde bestellt, was ist offen, wie ist die Performance. Lieferzeiten müssen dem Vertriebsmitarbeiter bekannt sein. Auch muss eine vollständige Kosttransparenz für die Verantwortlichen verfügbar sein. Die Industrie 4.0-Lösung stellt sicher, dass die Vertriebsorganisation Zugang zu den Informationen hat, die sie benötigt, um den Auftrag reibungslos zu erhalten und den Kunden zu betreuen. Ist der Auftrag im Haus, geht es zur Produktionsplanung über. Für eine optimale Produktionsplanung benötigt der Planer Einblick in die Absatzprognosen und Kundenbestellungen. Der Lagerverwalter muss wissen, ob das Unternehmen über die richtige Menge an Rohstoffen und Teilen verfügt. Auch die Produktionspläne auf Grundlage der Absatzprognose müssen erfüllt werden. Sie benötigen Einblicke in Lieferantenbewertungen und ausstehende Lieferungen.
Die Industrie 4.0-Lösung stellt sicher, dass diese Informationen verfügbar sind. Wenn die tatsächliche Produktion näher rückt, stellt die Industrie 4.0-Lösung sicher, dass der Produktionsplaner Einblick in die Maschinen und auch die Wartungspläne hat, um detaillierte Planungen zu ermöglichen. Sobald die Produktion abgelaufen ist, können der Schichtleiter und seine Mitarbeiter den Produktionsprozess genau überwachen, um den Fortschritt zu kontrollieren. Sie können verfolgen, ob die Produktion planmäßig verläuft, ob es Störungen an den Anlagen gibt, ob es Qualitätsprobleme gibt. Benutzerfreundliche Dashboards und mobile Anwendungen stellen die erforderlichen Informationen bereit und Push-Nachrichten können informieren das Team über dringende Probleme. Die Versandplanung hängt davon ab, wann genau die produzierten Waren für den Versand bereit sind. Es wird sichergestellt, dass die Logistikteams über Echtzeitinformationen zu den Produktionsaufträgen bekommen, damit sie entsprechend planen und sich mit externen Logistikunternehmen abstimmen können. Außerdem verfügt so eine Lösung über ein fortschrittliches EDI-Modul, um die B2B-Interaktion des Unternehmens mit Geschäftspartnern zu unterstützen und diese Interaktion und Workflow-Updates nahtlos als Teil der ganzheitlichen Transparenz im Unternehmen zu integrieren. Nicht zu vernachlässigen ist das Financial Tracking. Auch hier wird eine Möglichkeit geboten, um eben Datensilos aufzulösen, die verhindern, dass Finanzmanager Zugang zu den Echtzeitinformationen über Angaben und Gewinnspannen haben. Die Finanzteams sind immer auf dem Laufenden, wenn Waren versandt wurden und Einnahmen verbucht werden können. Am wichtigsten jedoch ist, dass eine Industrie 4.0-Lösung zur kontinuierlichen Verbesserung im gesamten Unternehmen beiträgt, indem es jedem Stakeholder ermöglicht, Trends zu erkennen und Probleme und Engpässe zu identifizieren und dann auf der Grundlage der ganzheitlichen Erkenntnisse Arbeitsabläufe und Arbeitsverfahren zu verbessern. Es geht wirklich über die Tatsache hinaus, dass einzelne Abteilungen die Möglichkeit erhalten, sich zu verbessern. Was tatsächlich passiert ist, eine echte Veränderung der aktuellen Situation im Unternehmen. Gegenwärtig gibt es häufig eine unzusammenhängende und unabhängige Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen in der Organisation, wobei es häufig zu einer Fehlkommunikation zwischen den Gruppen kommt. Jede Abteilung oder Abteilungsgruppe hat ihr eigenes IT-System, das nur punktuell mit bestimmten anderen Systemen integriert ist, was zu Datensilos und einer unvollständigen Sichtweise führt. Darauf folgt eine nicht kohärente, weniger optimale Organisationskultur. Die ideale Situation stellt sich so dar, dass eben die Industrie 4.0-Lösung diese Datensilos durchbricht und ein einziges ganzheitliches Bild schafft, das in eine gemeinsame Sprache bringt und für alle Beteiligten und so eine Kultur schafft der kontinuierlichen Verbesserung mit gemeinsamen Erkenntnissen und einem Verständnis dafür, was verbessert werden muss, sowohl innerhalb der Abteilung als auch zwischen den Abteilungen. Lassen Sie uns einen Blick auf die verschiedenen Ebenen zu einer Lösung werfen. Das Herzstück des Unternehmens ist die Fabrikhalle. Sie haben Maschinen und Equipment in der Fabrikhalle, die Daten erzeugen und einige Geräte empfangen Daten. Vielleicht sind bereits IoT-Sensoren integriert, die eine Reihe von Maschinenparametern mit Temperatur, Vibration und Druck messen. Hersteller haben oft mehrere Factory-Floor-Systeme, Manufacturing Operations Management-Systeme wie PLM, Qualitätskontrolle, MES-Systeme und so weiter. Manche Unternehmen hingegen haben kein MES oder eines, das ersetzt werden muss. Als Teil der Aufgabe zur Verringerung der papierbasierten Prozesse bietet eine Industrie 4.0-Lösung auch optional die Möglichkeit an, die Daten, die nicht automatisch gesammelt werden, manuell über moderne Oberflächen zu erfassen. Zusätzlich zu Ihren Produktionssystemen haben die Datenbanken oder Unternehmenssysteme wie ERP, CRM und Supply Chain Management Applikationen. Die Industrie 4.0-Lösung schaut nicht nur auf die Fabrikhalle. Es werden Systeme im gesamten Unternehmen miteinander verbunden. Daten werden aus dem gesamten Unternehmen gesammelt, sowohl von älteren Legacy-Systemen als auch von modernen Anlagen und ermöglichen so die Überwachung der Produktions- und Organisationsprozesse. So erhalten Sie einen situations- und
detailbezogenen Überblick für Ihr gesamtes Unternehmen, einschließlich Push-Benachrichtigungen in Echtzeit. Factory.ai sammelt Daten aus allen Bereichen Ihres Unternehmens, zum Beispiel von einer Vielzahl von Systemen und Anlagentypen. Mithilfe eines Integration Hubs zum Beispiel werden Daten aus jeder Quelle mit einer breiten Palette von sofort einsetzbaren Konnektoren integriert, die auf der praxiserprobten No-Code-Integrationsplattform basieren. Wir haben hier eine Plattform geschaffen, die seit fast 20 Jahren im Einsatz ist und eben bei vielen Unternehmen auch genau für diese Anwendung eingesetzt wird, wie zum Beispiel auch bei der Sana GmbH. Von dem Integration Hub, die gesammelten Daten stammen aus den unterschiedlichen Systemen von intelligenten Sensoren, die an alten Maschinen angebracht sind, über neue Maschinen bis hin zu Robotern und Cobots und natürlich auch von allen anderen Unternehmensbereichen. Das Reporting und Analytics-Modul bietet Berichte und KPI-Dashboards sowie vorgefertigte Dashboards, die auf die Fabrikhalle zugeschnitten sind. Dies ermöglicht den Benutzern OEE, Maschinenauslastung und vieles mehr zu überwachen. Sie können auch eigene Dashboards und Reports konfigurieren und beliebige Analysen mit einem leistungsstarken BI-Tool erstellen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Reports über werksspezifischen Dashboards hinausgehen. Auf Grundlage der ganzheitlichen Sicht auf das gesamte Unternehmen liefert das System unternehmensübergreifende Performance-Analysen. Und diese Analysen ermöglichen Prozessverbesserungen im gesamten Unternehmen. Im Data Lake werden riesige Datenmengen gesammelt. Um diese weitgehend richtig zu nutzen, brauchen Sie KI und Machine Learning. Unsere leistungsstarke KI-Engine analysiert alle gesammelten Daten und liefert intelligente, aussagekräftige Einblicke. Dies ermöglicht beispielsweise eine vorausschauende Wartung, um Ihre Wartungspläne und Intervalle zu optimieren, die Wartungskosten zu senken, ungeplante Maschinenstillstände zu minimieren und die Langlebigkeit der Anlagen zu erhöhen. Dies geschieht durch die Analyse aller von uns gespeicherten intelligenten Sensordaten und deren Korrelation mit historischen Ausfällen, sodass auf Grundlage der aktuellen Sensormesswerte vorhergesagt werden kann, wann ein Ausfall eintreten wird. KI hilft auch bei der Datenanalyse zur Ermittlung der Anomalien, die Alarme und Benachrichtigungen auslösen, damit sie schnell reagieren können. Die Verbesserung, die mit Beginn des Projekts einsetzt, bildet eine Verbesserungsstruktur im gesamten Unternehmen auf unbestimmte Zeit. Die Lösung integriert Ihre Systeme und sammelt die relevanten Daten, sodass die Mitarbeiter jeder Rolle Informationen visualisieren können, die sie benötigen. Die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen steigert ihr Bewusstsein für Situation und die ganze Organisation. Factory.ai bietet einen Einblick und unterstützt die Beteiligten bei der Analyse aller organisatorischen Parameter und aller Prozesse, einschließlich abteilungsübergreifender Prozesse und Abhängigkeiten. Mit den Erkenntnissen und dem Wissen, das die Lösung liefert, sind Ihre Teams in der Lage zu handeln, indem sie Verbesserungen an den Prozessen vornehmen, die als verbesserungsbedürftig identifiziert wurden. Was unterscheidet nun also die Lösung von anderen Anbietern? Unsere Lösung Factory.ai hat eine hochmoderne Architektur für alle und zukünftige Anforderungen. Es handelt sich jedoch nicht um ein Produkt, das einfach so aus dem Boden gestampft wurde. Es basiert auf 40 Jahren Erfahrung in der Fertigungsbranche. Wir kümmern uns als Magic Software um das gesamte Produktionsunternehmen, nicht nur um die Maschinen. Wir betrachten auch ihre Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden und verstehen, dass sie all diese Faktoren einbeziehen müssen, um erfolgreich zu sein. Was verbirgt sich hinter dem Namen Magic Software? Woher kommen wir? Magic Software wurde 1983 in Tel Aviv in Israel gegründet und hat sich in den nun fast 40 Jahren zu einem Unternehmen mit über 3.700 Mitarbeitern entwickelt. Im Jahr 2021 wurde tatsächlich ein Rekordumsatz von 480 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, mit einer Steigerungsrate von 29% zum Vorjahr. Magic Software ist weltweit vertreten. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter ist in den USA ansässig. In 50 Ländern sind wir größtenteils über eigene Niederlassungen vertreten bzw. über Partnerunternehmen.
Weltweit bedienen wir über 3000 Kunden mit Lösungen aus unserem Hause. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme heute an dem Vortrag. Sie können gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Durch Scannen des QR-Codes können Sie direkt einen Gesprächstermin mit mir in meinem Kalender vereinbaren, um uns im Nachgang noch weiter über das Thema digitale Transformation im Unternehmen auszutauschen. Ich freue mich auf Ihre Anfragen. Vielen Dank. Anna, Danke du dir, darfst gerne Stefan, für deinen übernehmen. Vortrag. Da bin ich wieder. Schalte ich mich wieder dazu. Wir beginnen vielleicht mal mit einer bisschen übersichtlichen Frage, und zwar: Wie lange dauert in etwa die Installation? Das kommt darauf an, was man sich zum Ziel gesetzt hat. Ich rate den Kunden immer, einzelne Aufgabenstellungen zuerst umzusetzen in einem überschaubaren Rahmen. Und das kann dauern, ja, je nachdem, von ein paar Tagen bis zu 2, 3 Wochen vielleicht, um hier den ersten Proof of Concept zu bauen und die ersten Ergebnisse auch zu erzielen. Das ist eine flotte Lösung, ist ja auch immer von Vorteil. Das ist je nachdem, wie man anfängt, was man sich zum Ziel gesetzt hat, ob ich jetzt eine Maschine habe mit ein paar Sensordaten oder ob ich eine komplette Produktionslinie habe. Also das muss man dann im individuellen Fall prüfen. Aber man kann schon relativ schnell die ersten Ergebnisse erzielen. Eine ähnliche Frage hat auch einer von unseren Zuhörern, der fragt: Wie verträgt denn Factory mit bestehenden Prozessmanagementsystemen? Muss alles umgestellt werden oder kann auch eingebunden werden? Also das Es können Managementsysteme eingebunden werden, eben durch die Integrationsplattform mit einer sehr großen Auswahl an vorhandenen Schnittstellen können externe Systeme integriert werden und somit eine ganzheitliche Datenbasis geschaffen werden. Es kann sich ein CRM mit einem ERP, mit einem MES unterhalten, mit einem Qualitätsmanagement, können die Daten in einer Integrationsplattform, die wir mitliefern, zusammengeführt werden, um ein ganzheitliches Abbild der Daten zu schaffen. Natürlich auch ein großer Vortteil, dass man da nicht ganz aufs Vertraute verzichten muss. Genau, also die Allerdings, Systeme können alle bestehen bleiben. Also wir führen die Daten zusammen und liefern eine gemeinsame Datenbasis daraus. macht sich dabei tatsächlich einer der Zuhörer auch Sorgen um die Datensicherheit, beziehungsweise fragt uns oder fragt dich: Wenn tatsächlich aus allen Bereichen Daten gesammelt werden, kann ich wirklich sicher gehen, dass beispielsweise sensible Kundendaten nicht bei den Falschen landen, sprich, dass auch Daten mit einer Restriktierung auch wirklich nur bei der Person ankommen, wo sie sein dürfen? Das kann man in den Flow so generieren, dass die Daten eben auf definierten Kanälen fließen und andere Bereiche keinen Zugriff haben auf gewisse Daten. Also das ist eine Projektierungssache, die dann eben bei der Projektierung des Projekts berücksichtigt werden muss. Also ist alles intern dann. Genau. Eine andere wäre, das ist ja Produktion auch im Fluss, beziehungsweise wird aufgerüstet, umgebaut. Kann ich unbegrenzt immer neue Systeme einbinden, die ich dazu bekomme oder aufrüste? Das System ist modular aufgebaut, ist skalierbar. Das heißt, sowohl die Anzahl der Schnittstellen als auch die Performance kann nach oben skaliert werden und somit ja, individuell anpassbar an die Anforderungen in der Produktion bzw. im Unternehmen. Etwas konkreter fragt uns jetzt hier einer der Zuschauer: Wie ist die Vorgehensweise beim Einbau? Wenn Idealerweise wird ein erster Use Case identifiziert im Unternehmen. Es wird mit dieser Use Case umgesetzt. Viele Unternehmen nehmen sich die sogenannten Bottleneck-Maschinen, um diese dann auch zu analysieren. Also die Maschinen, die den größten Verlust verursachen bei einem Ausfall. Und ja, man entwickelt den Use Case und wenn das Ganze dann entsprechend läuft, kann man das einfach auf andere Maschinen auch multiplizieren, beziehungsweise das ist jetzt ein Beispiel aus der Produktion. Ich kann auch, je nachdem, andere Systeme mit einbinden. CRM zum Beispiel an ERP ist auch ein Thema, das wir oft abbilden. Und da ist es dann klar, okay, welche Datenfelder benötige ich, was muss definiert werden, wie müssen die Flows aussehen, um das Ganze umzusetzen. Also es werden die Anforderungen definiert und dann geht es Schritt für Schritt in die Umsetzung. Dann zur Datensammlung interessiert sich hier auch noch jemand, und zwar fragt: Wie sammeln Sie denn Daten unter der Werkshalle, zum Beispiel bei alten Bestandsmaschinen ohne sehr moderne Schnittstellen? Alte Bestandsmaschinen können angebunden werden, zum Beispiel über
IO-Boxen, sprich über diskrete Signale, die erfasst werden und das Maschinendatenmodell dort abgebildet wird. Somit kann eine einheitliche Datenbasis geschaffen werden, auch moderne Maschinen über IoT-Schnittstellen, die jetzt zum Beispiel über MQTT, über OpenCOA kommunizieren, können die Daten, wie gesagt, einheitlich ja, abgelegt werden, um eben ein einheitliches Maschinenzustandsabbild für alle Maschinen zu generieren. Und ähnliche Kerbe, beziehungsweise schlagen hier zwei Fragen gleichzeitig. Und zwar die eine möchte wissen, ob es ein bestimmtes Betriebssystem braucht, um Factory AI abzuspielen. Also in der Regel, oder die meisten Kunden nutzen Windows, ist auch unter Linux möglich. Okay. Und ähnlich möchte jemand wissen, mit welchen Komponentenhersteller Sie kooperieren, wenn Sie ganzheitliche Beratung liefern. Also da haben wir keine festen Kooperationen, das richtet sich dann nach den Anforderungen, werden die sozusagen Best-of-Breed-Komponenten ausgesucht, die am besten geeignet sind für den Einsatz. Sehr gut, vielen Dank. So, eine letzte Frage haben wir noch, beziehungsweise das ist eigentlich eher eine Bitte. Hier hat jemand für den Vortrag wirklich sehr spannend gefunden und fragt, ob man die Präsentation im Nachgang herunterladen kann. Also dazu, wir versenden natürlich an alle, die angemeldet sind, das Video. Die bekommen alle einen Link und es ist auch später zum Download vorständig. Genau, bieten Sie die auch zum Download an? Alternativ, wir können die tatsächlich auch bei Ihnen in Company-Channel auf diesem C-Band einbinden oder? Kann man dann, denke ich, machen im Nachgang, genau. Sehr schön, dann machen wir das nämlich im Nachgang noch. Okay. Ist ja auch, ist auch ein Lob, dass es so funktioniert. Gut, in dem Fall dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Stefan, für deinen Vortrag und deinen Auftritt hier heute. Und an unsere Zuschauer auch nochmal vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie so interaktiv mit uns waren. Und ich wünsche Ihnen und euch dann noch einen schönen Tag und noch viel Spaß auf unserer weiteren Expo. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Auf Wiedersehen.